Yo, herzlich willkommen zum Vlog am Mittwoch. I'm never gonna know what it feels like to be normal. I'm alone in this cold light and I've been going up on the stars in the night time. So, heute mal aus einer anderen Perspektive, und zwar beim Autofahren. Es ist jetzt, warte, wie viel Uhr ist es? Es ist jetzt 3.16 Uhr und ich hatte Langeweile und wollte einfach mal ein bisschen rumfahren und ein Video drehen. Ich dachte mir, ich rede über irgendein Thema, und zwar über ein Thema, worüber sich gerade sehr viele aufregen und diskutieren. Und zwar lautet das Thema Produktplatzierung auf YouTube. Ich kenne viele Kanäle, die Produktplatzierung betreiben. Die einen mag ich, die anderen nicht, sag ich mal so. Diejenigen, die ich mag, dazu gehören zum Beispiel Pete's Meat, InScope 21, Unsympathisch TV zum Beispiel. Und welche, die ich nicht mag, dazu gehören zum Beispiel Ducky Bee, Bibi's Beauty Palace, solche Geschichten eben. Ich meine, wenn jetzt zu mir irgendwie eine Firma geht oder so und sagt so, yo, könntest du vielleicht unser Produkt in deinen Videos reinpacken, dann würde ich nicht gleich sagen so, yo, klar, mache ich auf jeden Fall. So, ich würde mir erstmal gucken, was ist das für ein Produkt, um was handelt sich es? Weil wenn es sich zum Beispiel um ein Produkt, keine Ahnung, Schminke oder so geht und ich soll das dann zeigen, dann hat es mit meinen Interessen nichts zu tun. Das heißt, warum soll ich es dann zeigen? Für mich ist Produktplatzierung dann gut, wenn ich das Produkt auch selber mag, selber haben möchte. Keine Ahnung, bei mir zum Beispiel irgendwas mit Sport, mit Spiel, mit Gaming, sowas, was ich mag. Keine Ahnung, wenn jetzt eine Dönerfiliale kommt und sagt, yo, sag mal unseren Döner, oder sag mal, unser Döner ist geil, wird direkt ja sagen. Weil ich liebe Döner und Döner ist einfach geil. Und deswegen würde ich auch diesen Döner dann auch empfehlen. Aber nur, wenn er mir auch schmeckt. Wenn er jetzt total scheiße schmeckt, würde ich sagen, yo, geht nicht dahin, der schmeckt scheiße. Oder keine Ahnung, halt, ihr wisst, was ich meine. Wenn euch das Produkt selber gefällt, dann habe ich nichts dagegen. Aber wenn jetzt irgendwas ist, was euch nicht selber nicht gefällt, dann macht es nicht. Das ist doch dumm dann. Dann gibt es noch eine Variante, wie zum Beispiel BBC Beauty Palace und Ducky Bee, die halt diese Produktplatzierung völlig falsch verstanden haben, glaube ich. Bei denen ist es so, die nehmen irgendein Produkt, wo die Firma gesagt hat, yo, stell das vor, und die sagen dann, yo, das ist richtig geil, das Produkt. Kauft es euch, kauft es euch, kauft es euch. Und tun dann alles verlinken, richtig überall links mit diesem Scheißzeug. Und die kleinen Mädchen gehen dann natürlich hin und kaufen die Scheiße, auch wenn sie nicht gut ist. Wenn das ist dann diese, das ist dann halt behindert, wenn eine, ich sag mal, große Person wie Ducky Bee, die so viele kleine Zuschauer hat, sagt, ja, das finde ich geil. Und viele empfinden Ducky Bee als Vorbild und wollen genauso wie sie sein, dann kaufen sie sich auch die Scheiße. Auch egal wie teuer sie ist, die kaufen sich die Scheiße. Auch wenn sie nicht gut ist. Und das finde ich halt kacke. Wenn ich zum Beispiel jetzt diesen Döner, den ich so mega geil finde, und dann den empfehle, dann empfehle ich den auch nur, wenn er mir selber gefällt. Versteht ihr, was ich meine? Und das finde ich halt gerade zur Zeit richtig behindert. Dann gibt es zum Beispiel Unsympathisch TV. Bei dem finde ich es richtig witzig. Der verpackt es richtig gut. Der zwingt euch quasi nicht, diese Scheiße zu kaufen. Der hat zum Beispiel das mit diesen Trockenfrüchten da oder so. Unsympathisch TV, falls ihr ihn nicht kennt, der ist auf jeden Fall in der Beschreibung. Der verpackt es richtig gut, finde ich. Der sagt, komm, kauft es euch. Aber halt auf so eine ironische Art. Ihr müsst auf jeden Fall mal ein Video von Unsympathisch TV angucken. Der verpackt es richtig gut. Und dann finde ich es auch nicht schlimm. Wenn es lustig ist, dann finde ich es nicht schlimm. Aber wisst ihr, wenn ihr das Produkt richtig so in die Kamera, keine Ahnung, wenn ich jetzt sage so, yo, Eiszeitquell, kauft euch Eiszeitquell. Ich mag's, kauft euch auch. Das ist falsch. Das ist behindert. Das macht man nicht. Also wie gesagt, ich finde es gut, wenn ein YouTuber dem Produktplatzierung betreibt und es nicht übertreibt, sondern das so gut verpackt, dass es auch noch unterhalten ist und nicht einfach so, yo, kauft euch das. Das finde ich viel besser und würde mich persönlich nicht stören. Aber dann gucke ich mir jemanden wie Ducky Bee an und denke mir so, yo, leck mich, Alter. Und dann frage ich mich so, yo, warum habe ich denn eigentlich einen Klick bei der verschwendet? Ich habe den Klick quasi geschenkt.
Und ich würde niemals ein Produkt davon kaufen, weil ich mir nie sicher sein kann, ob es jetzt wirklich gut ist oder ob sie nur die Scheiße verkaufen will. So, das war's mit dem Video. Das war jetzt meine Meinung über das Ganze. Wie gesagt, es soll jetzt kein Hate sein oder so. Es ist alles, wie gesagt, meine Meinung. Wie ist eure Meinung zu dem ganzen Thema? Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Ich würde mir gern alles durchlesen, was ich so schreibt, wie eure Meinung dazu ist zu dem Ganzen. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls euch das Video gefallen hat, wie gesagt, lasst einen Daumen da. Haut rein, Leute. Bis dann. Ciao.